Prügeln. Aber jetzt komme ich denn aus unserem Briefkasten. Und rezitieren wird sie kein geringerer als Henna Quest. Jetzt werden Sie sagen, Henna Quest, wer ist das? Was ist ein Schauspieler, der schon über ein halbes Jahrhundert in München lebt? Und Sie werden sicher sagen, das Gesicht kenne ich irgendwoher. Die Frage ist, für woher? Aus Daheim ist Daheim oder vielleicht aus einer anderen Serie, diese Rosamunde Pilcher, eventuell vielleicht auch irgendwo anders, spielt aber keine Rolle. Woher? Hauptsache, er ist heute da. Wir begrüßen ihn mit einem ganz herzlichen Applaus. Herr Quest hat den Umbau arrangiert, damit er auch ein bisschen höher steht, denn er hat uns jetzt die Dichte mitgebracht aus dem Poetenbriefkasten. Und das Nette ist, dass die eine oder andere oder der eine oder andere Verfasser auch anwesend ist. Und die werden wir dann kurz vorstellen. Und der rote Teppich in Herrn Quest und alle Poeten, die da ihre Gedichte eingeschickt haben. Ja, was soll das Geld wieder hinter? Das ist, damit die Leuchtkraft da so... Damit die Leuchtkraft größer wird. Gut, jetzt wollen wir schauen, dass das Mikro reicht.